Ohio und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X in der Nuzlocke Challenge. Wir sind hier stehen geblieben bei Relaxo und ja. Ah, da seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Pokéflöte zu besorgen. Ja? Danke. Du bist hier der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass es Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Ja? Es fühlt sich gut an, die Pokéflöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's! Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen. So gut es eben geht. Geiler Satz. Ich finde das genial. Okay. Ein wildes Relaxo erscheint. Los geht's, Lutexo! Den machen wir platt, wa? Dann machen wir platt. Setzen wir mal Drachenwut erstmal ein, weil Relaxo hat ja extrem viel KP. Müssen wir dazu sagen. Und es trägt noch eine Zitrusbeere. Das kommt noch erschwerend dazu. Setz einfach mal Schlecker ein. Okay. Dann können wir gleich nochmal Drachenwut einsetzen. Weil ich ja gesehen habe, dass das eigentlich ziemlich gut was zieht. Ha, perfekt. Ein Nidler. Verteidigung steigt. Wow. Dann setzen wir mal Pokéball ein. Und hoffen einfach mal, dass es drin bleibt. Ich persönlich zähle dieses Relaxo jetzt nicht als Pokémon, sag ich mal. Das als, sag ich mal, ja, quasi wildes Pokémon gilt. Es ist ein wildes Pokémon, aber es ist ja ein festes. Das kann ich nicht bestimmen, ne? Das zählt für mich also sozusagen als, naja, ein Zusatz-Pokémon, würde ich fast sagen. Es ist wie mit den Legendären. Legendäres Pokémon. Zählt es ja auch nicht so, ja. Ich habe jetzt leider schon Pokémon begegnet hier, bevor auf den Weg, wo ich dahin gekommen bin. Ich kann das jetzt nicht fangen, nee, weil es in dieser Höhle ist. Das geht nicht. Ja, wisst ihr, zählt nicht. Merkt da selber. Aber ja. Komm schon, bleib drin. Bruder Relaxo, was ist los bei dir? Weiß auch nicht, wie er auf dieses Bruder kam gerade. Ich schätze... Ja, wir nehmen einfach mal einen Superball. Glutexo sollte sowieso noch mal eine Attacke von ihm standhalten. Außer es ist ein Volltreffer. Komm schon! Sei ein nettes Relaxo. Oh, please! Dieses Leiden mit den Pokémon, wenn sie nicht in die Bälle gehen. Ah, ist das schön! Das macht jedes Mal wieder Spaß. Komm schon! Sei ein braves Relaxo. Oh. Tackle. Stinknormalen Tackle setzt er ein. Hä? Hä? Ist es das, was du willst? Puh. Guck mal, was ich habe, was du nicht hast. Ich habe Tränke. Oh ja. Aber würdest du jetzt please in den Pokéball gehen? Das wäre halt echt... ziemlich sweet von dir, weißt du? Weißt du? Ich finde das relativ sweet. Zumal du bist eh faul. Also brauchst du auch nicht ständig aus dem Pokéball rausgehen. God damn. Sei nicht so zickig, Relaxo. Auch wenn du männlich bist. Sei nicht so zickig. Sei keine Zicke. Komm schon. Komm. 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 Geht doch. Gut, da fällt mir gerade was ein. Und Grimasse? Für Glutexo? Nö, will ich nicht. Auch wenn das in der Serie ziemlich lustig aussah. Weil Grimasse brauche ich leider echt nicht als Attacke. Ich schau mal gerade nach. Ich muss mal ganz kurz den Webbrowser wieder öffnen. Wen gebe ich denn? Relaxo, also wer Relaxo, was für einen Spitznamen kriegt es denn? Superschall will ich nehmen, will ich auf Dings haben, auf Wurmi, brauche ich da nicht. Das könnte halt ganz nützlich sein, aber. Ja. Gucken wir mal ganz kurz bei den Kommentaren durch. Ob ich da wen finde. Oh ja. Es ist erst satt, wenn es über 400 Kilo an Nahrung am Tag gefressen hat. Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. 400 Kilo. Alter. Und das ist nur die Nahrung, ne? Das
ist nur die Nahrung, Leute. Gut, ich muss ganz kurz gucken, ob ich irgendwie einen Pokémon-Part raussuche. Nehmen wir mal Part 3. Dann gucke ich mal, was wen ich da jetzt raussuche. Wir nehmen beide mal. Wie nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach. Das ist auch eigentlich ein ganz cooler Name. Ich weiß nicht, ob das ein weiblicher Name ist. Ist mir auch eigentlich egal jetzt gerade hier in dem Moment. Kann ich halt die Person dann schreiben. Auf jeden Fall, das Relaxo heißt jetzt Lianne. Oder Lianne. Ja, Lianne. Okay, Lianne. Ich glaube, es ist weiblich. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Nein, ich habe Lianne gefangen. Wuff, wuff. Oh. Das Einzige, was ich mit dieser Pokéflöte machen kann, ist sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst ja auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst ihr einfach wahrlich einen lieblichen Klang. So sieht so aus, als liebe auch mein Käufer auf den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meine fabelhaften Feuerwerke liebt. Das ist klar. Ja, klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte, am besten übst du also noch mehr. Yay! War es eben womöglich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits dieser Brücke liegt, auf der das Relaxo geschlafen hat. Das finden wir heraus! Und boom! Oh, es ist eine Pension. Mit einem Leufeo und einem Merrill. Was machst du da, Leufeo? Was machst du da? Komm her, her! Komm mal her! Komm mal her, Mann! Mann. Oder nicht? Hey, Shady! Trovato meinte, er würde gerne die Pokémon-Person sehen. Gehen wir gemeinsam hin! Ohne mich. Hier kümmert man sich mit Freuden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bis bei uns in Pflege geben. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es ein Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir sowas wie ein Ei finden. Wenn du uns so... wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpfst daraus irgendwann ein Pokémon. Echt? Also, aus dem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Das sollte ich vielleicht gleich mal ein paar meiner Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves. Da eröffnet sich mir ja eine ganze neue Choreografie-Möglichkeiten, ja. Möchtest du welche hier lassen, Shady? Ein andermal. Ich möchte mich nur auf einige wenige Pokémon konzentrieren. Ich probiere es dann wohl ein andermal. So kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde ja jedenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können. Für meine Tanztruppe. Mach das. Hey, jetzt warte doch mal. Nicht so schnell, Tirino. Ich weiß ja nicht. Keine Lust. Ja. Oh Mann, ich will die ganze Zeit mit dem Fahrrad fahren, aber ich habe kein Fahrrad. Mann, Mann, Mann. Ach genau, ich weiß ja, was ich gucken wollte. Da war was. Irgendwas gewachsen? Ist nichts passiert. Okay. Dann nicht. Ich dachte, hier wäre bereits was gewachsen. Aber nein. Schade. Es wäre halt ganz cool gewesen. Aber jo. Und ja, ich gehe trotz dessen... Ich glaube, ich habe sogar im letzten Part nochmal Pokémon geheilt. Ist mir jetzt auch egal. Schadet ja nie. Ne? So. Dann wollen wir mal. Auf geht's in die weite Welt der Pokémon. Ich glaube sogar, dass man hier auf der Route 7 jetzt... einen Farbigel bekommen könnte. Aber... das sieht cool aus.
Ah, das sieht gut aus. Was machst du da? Jo. Was war denn nochmal hier? Das war das Kampfhaus, oder? Nazetzley? Wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon ist? Man nennt es das Kampfschloss. Ah ja, das ist ein Schloss. Tut mir leid, es ist kein Haus. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter von der Kalos-Region zu besiegen. Mach das. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, hallo Zetzey. Darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie bitte? Du hast gar keinen? Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten erst einmal, was es mit den Adelstiteln auf sich hat. Nur eine Handvoll Trainern, die hier unter den Kampfschuss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Viola, wer ist denn diese junge Dame? Oh, sie besitzt ja den, sie ist ja im Besitz des Krabbelohrens. Wie es aussieht, hast du ihr Talent als Trainer anerkannt. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Vladiose. Und wie heißt du? Oh, Zetzley, ein schöner Name. Ich verbürge mich für Zetzley. Kannst du ihr nicht einen Adelstitel verleihen? Sie ist ein starker Trainer und wird dem Kampfschluss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist das also. Na schön, wenn du für Zetzley bürgst, ist das völlig ausreichend für mich, Viola. Außerdem, also ich spüre ein außergewöhnliches Potenzial in ihr. Zetzley, hiermit verleihe ich dir, sagen wir lieber euch, den Titel Baronin. Wir sind ein Baron, okay. Uhu, wir sind ein Baron. Baron Zetzley. Okay. Trainer mit einem Adelstitel können andere Trainer mit einem Adelstitel im Schloss herausfordern. Baronen sind die niedrigsten Ränge. Aber solltest du wiederholte Siege gegen andere Trainer können, könnt ihr einen Rang höher... Ja, okay, das wissen wir. Ist okay. Tüdelü. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, so viele Trainer auszuwählen. Ja, okay. Ist okay, ich hab's verstanden. Ich werde jetzt aber keinen Kampf austragen, weil mir das A ein bisschen zu riskant ist und B, habe ich da jetzt keine Lust drauf. Ah ja, übrigens damals nicht gehabt. Okay, die Musik ist cool. Wollen wir eben einen Kampf austragen? Tirin und Trovato kämpfen zusammen gegen Shiny und mich. Give it a try? Okay. Wir werden sie hoffentlich abziehen. Warte, Tirino hatte eingesetzt als erstes Krebskropf. Bin ich schon wieder im falschen Pokémon drin, ne? Das ist sein Ernst, auch noch Pikachu. Ja, da wir haben beide Feuer-Pokémon, das gibt's doch nicht. Ah! Ich habe immer noch kein Boden-Pokémon, oder? Aber konnte Flower Control kein Wasser, Pflanzen-Attacken, ne? Welchen Typ hat es denn selbst? Typ Fee. Ich nehme mal Flower Control rein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich hoffe nur, dass dieses scheiß Krebskrops da dieses Mal nicht wieder so einen scheiß Bitch-Move macht. Das hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Weil, oha. Und der Tiri wird, ja, klar. Klammer. Alter, das geht auch gleich auf beide. Das ist gut. Komm schon! Bitte lass mich zuerst angreifen, sonst ist Flower Control weg. Okay, ist jetzt Schwertanz, einen haben wir gut gehabt. Ich hätte jetzt ganz gerne das Flower Control eventuell zumindest Krebskrops beseitigt. Was? Nur so wenig? Warum zieht das nur so wenig? Oh Mann, das gibt's doch nicht! Ich hatte Rabsieber viel, viel stärker in Erinnerung, also richtig viel, viel stärker. Also so wirklich viel, viel stärker. 755. Hohe Volltrefferquote. Aber ich habe bis jetzt keinen Volltreffer gehabt. Es ist sogar stärker als... Es ist stärker als Rankenhieb, ne? Aber es geht halt auf 2 Pokémon gleichzeitig. Oh mein Gott, ey. Und ich habe halt auch keinen Step drauf, ne? Also Step. Müsste doch. Ja. Mein Gott. Ey, oh Mann. Ah. Ein Wurmi eine Pflanzenattacke? Ja, die
kaufen uns aber nichts, um ehrlich zu sein. Und es ist Käferflug. Flug bringt mir überhaupt nicht viel. Wow, Hilfe. Mikrofon. Ich muss halt, im Endeffekt muss ich Pikachu und Krebskorps beseitigen. Das wäre wichtig. Lutexo ist bereits Flug? Ist es nicht, das ist gut. Aber Krebskorps kann... Kannst du Wasserattacken? Ich glaube nicht. Ey komm, wir nehmen Lutexo wieder rein und dann kriegt dieses Krebskorps da meine Drachenwut zu spüren. Aber so richtig krass ins Face. Und danke, Daitiri, dass du das gemacht hast. Ich weiß zwar, deinen Dienst zu schätzen, dass du jetzt gestorben bist. Kalem hat Pflanz-Pokémon, das ist auch ganz okay. Ich hasse Klammer. Gigastanisch, ja. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt sollten wir überall Hand haben. Ich setze mal Drachenwut auf Krebskorps ein, aber dass das weg ist, eventuell. Das wäre ganz nett. So. Ich versuche mal typenvorteilmäßig zu kämpfen, aber es bringt mir halt nichts, wenn nur die Attacke halt, das Ding ist halt, ne? Zieht halt nicht viel. Ja. Rauchwolke, weiß ich nicht. Rauchwolke? Will ich Rauchwolke haben? Nee, will ich nicht. Nicht bei den Attacken, die ich aktuell habe. Ja, okay, mach's für Pfund weg. Mein Gott. Kann man doch gebrauchen. Ja, und eventuell sollte ich nicht jedes Mal gegens Mikro kommen. So, Pikachu ist auch weg. Haben wir auch noch ein zweites Pokémon? Ich weiß es nicht. Doch, müssten sie. Lower Control reicht Level 16. Ich bräuchte halt mal endlich einen Vorteil, wo ich für meinen Drachen-Pokémon... Ach, der hat auch ein Flabilili. Ein Flabilili. Blililili. Ist halt aber nur Typ Drache, ne? Nicht Typ Drache, Typ Fee. Und Typ Fee hat einen Vorteil gegenüber Drachen. Und das ist schlecht für mich, wenn ich jetzt Drachenmut eingesetzt hätte. Deswegen setzen wir einfach Dings ein. Gut. Dieses Flabilili kann halt schon viel reißen. Und der wollen sonst... Dann wollen sie uns wieder die Feen-Pokémon demonstrieren hier. Aber nein! Nicht mit mir, Mann! Mein Flabidilililili ist viel geiler als dein Flabidilililili. Okay. Weiß Bescheid, du meinst es Flower Control. Auch wenn es eigentlich ein Feen-Pokémon ist. Aber hey, von Tirino habe ich echt Respekt vor diesen Krebskorps. Krebskorps! Ein bisschen. Wie unterschiedlich auch die Kampfstile einzelner Trainer sind. Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir dann wohl nach Petrophia. Können wir machen. Aber zunächst werde ich ein Foto machen. Egal, ich behilflich sein, ein Foto machen. Yo. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Denn ich erwarte, ich bin woanders. Okay. Sag mal Tschüss. Guck nicht weg. Sag Tschüss. Tschüss. Sag schon Tschüss. Geht doch. So. Yay, yeah, es wurde gespeichert. Das Foto ist ja cool. Nein, du kriegst dafür kein Trinkgeld. Yo. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann im... Wow, das sieht viel cooler aus. Okay. In diesem Part, nee, ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter und wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, dieses Ananas, haut rein, bis dann und ciao.